Hallo und herzlich willkommen zu Tag 254 meines veganen Tagebuchs. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich habe mein Fasten beendet. Ich habe aufgehört damit. 5 Tage haben mir gereicht. Und ich muss sagen, ich bin total wieder energetisch auf so einem Level. Das ging auch relativ schnell. Also vor ungefähr 4 Stunden habe ich sozusagen aufgehört mit dem Wasserfasten. Und ich habe mein, mein Fasten gebrochen. Und wie ich das Fasten gebrochen habe, dazu habe ich ein kleines Video gemacht. Ab geht's! Hallo, heute ist jetzt der 5. Tag des Wasserfastens und ich war gerade jetzt draußen, habe nochmal so einen kleinen Walk gemacht, um nochmal zur Besinnung zu kommen, wie ich das jetzt sehe mit dem Wasserfasten und so weiter, da es ja doch ein paar gesundheitliche Einschränkungen jetzt gibt, mit Schlafen, Magenkrämpfe, Schwindelgefühle. Und ja, und da habe ich überlegt halt und mich selber gefragt und quasi alles um mich rum gefragt, also die Natur, wie es halt derzeit ausschaut. Und letztlich habe ich gesagt, ich glaube, das reicht für mich als Erfahrung vom Wasserfasten 5 Tage und wäre sozusagen jetzt aufhören damit. Und dann habe ich gleichzeitig meinen Körper gefragt, was er denn jetzt unbedingt möchte. Jetzt darf er sich was raussuchen, was er essen, trinken, was auch immer möchte. Was soll ihm zugeführt werden? Ja, ich weiß, es gibt bestimmt wieder 1000 Sachen, wie man dann entlastet und so weiter. Und ihr habt mir auch schon Tipps gegeben bei YouTube. Der eine hat gesagt, glaube ich, Saft trinken. Der andere hat gesagt, Gemüsesuppe oder irgendwas. Aber sowohl Saft als auch Gemüsesuppe habe ich jetzt überhaupt keinen Bock gehabt. Ich brauchte was richtig Geiles und was richtig voll Energiebringendes und irgendwie... da ich ja wirklich energetisch relativ low unterwegs bin. Und dann habe ich mich erinnert, im Garten, da hatte ich ja was. Und was ich ja gekauft habe, für immerhin ich Gäste habe und so weiter. Und da bin ich in meinen Garten gegangen und habe sozusagen, das nennt man ja wirklich das Fasten gebrochen. Und da habe ich mein Fasten gebrochen. Und mit Wasser habe ich mein Fasten gebrochen. Mit Coca-Cola. Schade, dass nicht noch Oreo-Kekse da gewesen sind, dann hätte ich nämlich Oreo-Kekse und Coca-Cola genommen. Ja, genau das ist das gewesen, wo mein Körper geschrien hat danach, nach Zucker, nach Koffein, nach allem möglichen, irgendwas energiemäßigen. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen was getrunken und ich werde die Flasche wahrscheinlich jetzt auch gleich ausleeren. Und ich merke schon langsam, bei mir kommt die Energie wieder hoch. Und wie gesagt, ich habe seit 7 Monaten, seit ich vegan bin, keine Coca-Cola, obwohl die vegan ist, getrunken, einfach weil ich ja gesundheitlich mich auch ein bisschen umorientiert habe. Aber jetzt, ich habe meinen Körper so gefragt und der kam sofort irgendwie Energie, dünnflüssige Energie und dann kam gleich relativ schnell Cola. Und und da habe ich jetzt seit 7 Monaten quasi wieder Cola getrunken und muss sagen, es tut gut. Es tut wirklich gut. Ich wäre natürlich jetzt nicht kein Cola-Trinker, zumindest gehe ich davon aus, aber in dem aktuellen Moment war es genau das Richtige. Also mein Tipp für Fastenbrechen, Coca-Cola und jetzt bitte mindestens 20 Tage nach unten. Meine Empfehlung, Coca-Cola fürs Fastenbrechen. Nein, im Ernst, ich habe gespürt, was mein Körper möchte und er wollte Zucker, aber richtig viel Zucker. Und Cola, das Koffein noch dazu, dieses Pushende, das brauchte ich einfach. Und fühle mich total wohl, mein Körper wieder total im Einklang und muss sagen, es war eine Erfahrung, ich wollte das probieren mit dem Fasten, mit dem Wasserfasten vor allem. Das einzig Positive, was sozusagen hängen geblieben ist, dass ich komplett sozusagen meine Wohnung geordnet habe, meinen Kühlschrank geordnet habe, also alles wirklich geordnet habe im Zuge dieses Fastens. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass glaube ich die ersten beiden Tage noch die besten waren, weil in den ersten beiden Tagen war zwar das Hungergefühl am größten, aber das Hungergefühl war die wenigst wirkliche Problematik. Aber da hatte ich noch irgendwo so ein Gefühl irgendwie, weiß ich, wie ich das ausdrücken soll, aber dass es mir irgendwie gut tut. So. Und aber umso länger das ging, umso mehr habe ich gemerkt. Und ich respektiere, dass Leute meinen, das sind Entgiftungserscheinungen. Für mich ist es einfach nur die logische Konsequenz, wenn der Körper keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Nämlich, dass ich abends nicht einschlafen kann, weil man halt irgendwo nichts gegessen hat, wenn man Hunger hat, dass Magenkrämpfe kommen, dass Schwindelgefühle kommen,
Das heißt, ja, dass man halt im Endeffekt nicht mehr auf so einem energetischen Level ist. Und ja, für mich ist das die logische Konsequenz, das hat nichts mit Ergiftung zu tun. Wo ich gesagt hätte, okay, Entgiftung mag vielleicht was sein, das wäre, wenn ich jetzt Hautausschlag bekommen hätte oder sowas. Da gehe ich mit und sage, okay, das kann irgendwo Entgiftung sein. Aber Schwindelgefühle oder sowas, ja, ich weiß, es können Aluminium im Gehirn freigesetzt werden und so weiter. Also ihr habt mir das ja auch geschrieben, aber meine Intuition hat mir einfach nur gesagt, ja, wenn du nichts isst, Christian, ja, dann ist es auch so, dass dann entsprechend auch der Körper das realisiert und dass der Körper einfach ja, anders ist. Und was letztlich den Ausschlag gegeben hat, waren, ja, dass ich sozusagen Wadenkrämpfe bekommen habe. Ich habe auch dazu ein kleines Video. Ich habe einen Alien im Bein. Ja, und das alles in Summe hat dann bei mir auch den ganz leichten Ausschlag gegeben. Ich wollte ja sowieso nur eine Woche machen und wie gesagt, das wäre jetzt ein, zwei Tage wäre das noch drauf gewesen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mir letztlich gereicht. Ich glaube, das Ideale ist wirklich, dass man einfach immer einen Tag komplett fastet. Weil, wie ich würde sagen, der erste Tag war der intensivste, der schönste und dann ging es eigentlich immer bergab und zumindest so von dem Grundgefühl, was man hat. Und entsprechend kann ich persönlich aus meiner Sicht da wirklich nur empfehlen, zum Beispiel einmal die Woche, wer es sehr häufig macht, oder halt irgendwann immer mal einen Tag zu fasten oder auch mal zwei Tage zu fasten, weil dieses Leid des Hungerns, das ist wirklich auch so ein bisschen ein spiritueller Öffner, so dass man sozusagen die Not spürt. Aber dieses die körperlichen Konsequenzen wie Magenkrämpfe, dass man sozusagen nicht einschlafen kann, jetzt Krämpfe in der Wade und ja, alles, das hat auch diese Schwindelgefühle. Solche Sachen, das sind einfach körperliche Konsequenzen von dem Mangel, dass man halt quasi ja, nichts zu sich nimmt. Und das hat nichts mit spiritueller Öffnung zu tun oder hilft einem irgendwie wirklich dieses massive Leid des Hungerns, gerade wenn der Darm noch voll ist beim Fasten. Das war wirklich das, wo ich sage, das hat einen Sinn gemacht. Das hat wirklich, das hat dazu geführt, dass ich halt meine Wohnung aufgeräumt habe, dass ich mich in einer gewissen Weise in dieser Not, in dieser herbeigeführten Not, geistigen Not, Hunger, da war es noch nicht körperlich, das hat was gebracht. Und ja, entsprechend, wie gesagt, meine Erfahrung, ein, zwei Tage Fasten, wunderbar, alles was länger hinausgeht, zumindest für Leute, die keinerlei Probleme haben, die zufrieden sind mit ihrem Leben und die quasi nichts ändern wollen oder sowas, für die Leute ist das, glaube ich, so, weil es gibt ja auch Menschen, die fasten, weil sie nicht wie ich, also es waren zwei Komponenten, die ich sozusagen gehofft, erwartet und ja, gespannt drauf gewesen bin. So, und zwar war das einmal das High am vierten Tag, das war eigentlich der Auslöser, warum ich so lange gefastet habe, und dieses High ist keine spirituelle Öffnung gewesen. Ne? Die Ilka, die hat das in dem Kommentar so erwähnt und ich sag das nochmal für alle, also das High hat nichts mit Spiritualität zu tun. Das High ist eine rein körperliche Entscheidung, das ist wie wenn ich Drogen nehme. Das habe ich erwartet und gehofft am vierten Tag. So, dieses High, also eine rein körperliche, also eine logische von diesem Mangel, dass da sozusagen irgendwas organisch, chemisch im Körper passiert, dass man sozusagen high wird. So, und dann gibt es eben, und das habe ich nicht erwartet, sondern war ich offen, wie ich die letzten 7 Jahre quasi offen bin, für eine Erleuchtungserfahrung. In die Frage halt, und bisher in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, das kann man nicht forcieren. Ich hatte 4 Erleuchtungserfahrungen. Eine war lediglich in einem meditativen Prozess und da auch nicht in dem meditativen Prozess, wie wir das alle kennen, sagen, hinsetzen und sagen, oder hinlegen, je nachdem, sondern in einem meditativen Prozess, in dem ich aufgewaschen habe. Ich war einfach aufgewaschen und war eins mit dem Prozess und auf einmal hat sich mir offenbart, dass man eins in dem Prozess ist, ist noch nicht die Erleuchtungserfahrung. Auch das ist für viele immer so, wenn man in dem Flow
Flow ist. Da ist man in dem Flow, aber das ist nicht diese tiefe Erleuchtungserfahrung. Und diese Erleuchtungserfahrung, die anderen dreimal, sind ganz normal im Alltag passiert und da war ich nicht mal im Flow. Und da weiß ich eben auch, das kann man nicht forcieren und das habe ich auch und nicht erwarten. Und das habe ich auch nicht. Da war ich nur interessant, ob irgendwo so diese Erleuchtungserfahrung im spirituellen Sinne vielleicht auch zufälligerweise da kommt und ob man vielleicht das doch forcieren kann, entgegen meiner bisherigen Annahme. Und das war natürlich jetzt auch wieder nicht der Fall. Das Einzige, was ich spirituell gespürt habe, waren die ersten zwei Tage der wirklichen Not, des Hungers, dass da so ein bisschen was an Spiritualität katalysiert wurde und ich mich da ein bisschen ja, intensiver fühlte auf dieser Ebene. Ja, also für die Leute, die quasi irgendwelche Krankheiten haben oder mit irgendetwas unzufrieden sind, in Ärger in sich spüren, vielleicht irgendwas verarbeiten müssen oder irgendwie sowas. Für die Leute ist vielleicht Fasten irgendwo eine Alternative und es wird ja, viele Menschen reden ja sehr positiv über dieses Fasten und ja, und da kann das was sein. Und die Leute, die ich kenne, die fasten, wirklich alle Leute, die ich kenne, die gefastet haben, den habe ich angesehen, dass, oder sie haben es mir gesagt, oder es ist offensichtlich, dass sie in irgendeiner Weise ein Problem haben. Aber ich habe ja kein Problem, also zumindest kein wirkliches Problem. Ich habe, wie ihr mitbekommen habt, zur Zeit meiner Selbstständigkeit sozusagen da Probleme, aber das sind ja keine Probleme, ne? Da, wenn das alles komplett den Bach runtergeht, drauf geschissen, ne? Da geht's halt weiter irgendwie. Aber ich rede von wirklichen Problemen, dass man in irgendeiner Phase, generell überhaupt, irgendwann in seinem Leben unzufrieden quasi ist und das dann quasi irgendwie sich reingefressen hat und nicht raus kann, Ventil sucht oder was auch immer. Sondern ich kann eigentlich ganz sagen, auch wenn ich immer inkludiere die Möglichkeit, dass ich mich täusche, das kann immer irgendwo sein, ich bin sowas von total zufrieden mit meinem geistigen Mindset. Ich kann alles so einordnen, was im Leben ist, vom Tod über Krankheiten und alles, was so schlimm passieren kann, und ja, und bin eigentlich wunderbar zufrieden. Und von daher hätte mir das Fasten nichts irgendwie geben können, außer eben so ein körperliches Heil am vierten Tag, was ich gehofft habe, oder es ist eine Erleuchtungserfahrung oder irgendwo eine spirituell einfach tiefere Ebene oder so weiter, wie in den ersten zwei Tagen das auch der Fall gewesen ist. Und das, um auch das jetzt nochmal abzuschließen, nochmal die Empfehlung, ein, zwei Tage fasten, ja, solange das leider ist. Und nicht den Darm reinigen, weil sobald der Darm gereinigt war, gingen im Endeffekt die körperlichen Probleme los, also intensiviert. Und vorher, wo der Darm, war nur dieser intensive Hunger und diese wirkliche, ja, diese Geist Strapazität, und das war eigentlich das Einzige, was wirklich so ein bisschen zu etwas geführt hat. So, das sind meine Erfahrungen. Noch ein kleines Video. Sind meine Augen klarer geworden? Ich habe am Anfang und am Ende meine Augen gefilmt und ja, entscheidet selbst. Aber ganz am Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen. Also ich weiß, dass einige von euch überzeugt davon sind, dass das diese körperlichen Sachen, dass das Entgiftungserscheinungen gewesen sind. Ich respektiere das auch. Aber ich habe meiner Meinung nach sehr gutes Körpergefühl. Ich bin, was das angeht, sehr überzeugt. Und ich habe gespürt, dass diese Sachen, die gekommen sind und die einfach immer stärker wurden, dass das einfach nur logische Folgen eines ja, gewissen Mangels gewesen sind und dass das nichts mit Entgiftung oder sonst was zu tun hat, weil es ja eben auch nichts zu entgiften gibt. Und daher kommen wir wirklich da, was die Entgiftung angeht, nicht auf einen Nenner. Und aber ihr könnt natürlich trotzdem schreiben, das steht euch frei. Ich habe ja auch meine Meinung zum Besten gegeben und von daher, ich bin gespannt auf die Kommentare und ja. Und wie gesagt, also meine absolute Empfehlung, Fastenbrechen bitte nur mit Coca-Cola. Macht's gut, ich freue mich auf morgen und auf eure Kommentare. Euer Christian, ciao. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube.
Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen. Das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet. Und natürlich nicht zu vergessen, mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.